Das Gaming-Jahr 2021 ist bereits zu Ende gegangen und wie auch schon im letzten Jahr wird es auch diesmal eine Top 10-Liste, nämlich meine Top 10 Videospiele 2021 geben. Das bedeutet, dass ich euch nun gleich meine Top 10 Games präsentiere und vor allem kann ich euch versichern, dass jedes Spiel aus der Liste auch von mir gespielt wurde. In der Liste letztes Jahr gab es nämlich ein Spiel, welches ich zwar als vollständiges 100% Let's Play gesehen hatte, aber eben nicht selbst gespielt hatte. In der diesjährigen Liste sind aber alle Spiele von mir selbst gespielt worden. Außerdem möchte ich mich hier auch nochmal entschuldigen, dass die letzte Top 10 einfach 50 Minuten lang ging. Ich möchte mich deshalb dieses Mal etwas kürzer bei den Spielen halten. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß bei meinen Top 10 Games 2021. Let's go! Auf Platz 10 befindet sich Miitopia. Miitopia hatte ich als Remake auf der Switch tatsächlich zum ersten Mal gespielt, da ich von dem Game zu 3DS-Zeiten gar nichts mitbekommen hatte. Und obwohl es hier ganz knapp auf Platz 10 gelandet ist, bin ich doch sehr zwiegespalten zu dem Spiel. Was mir an Miitopia sehr gut gefällt, sind die vielen speziellen Miis, denen man eine Rolle sowie ein Gesicht geben kann. So entstehen viele, ich sag jetzt mal cringy Momente, mit denen man so gar nicht gerechnet hätte. Auch dass die Miis teilweise so realistisch dank den Zugriffsschlüsseln aussehen, ist echt beeindruckend. Das Kampfsystem ist auf RPGs angelehnt, aber eben sehr einsteigerfreundlich und sehr eingegrenzt. Deswegen darf man aber nicht denken, dass das Spiel leicht wäre oder so. Nein, das ist es definitiv nicht. Am Anfang, also so die ersten 3 bis 4 Welten, sind noch recht einfach, aber so ab der zweiten Hälfte des Games und allerspätestens im Postgame übertreiben sie komplett mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich hatte gerade im Postgame teilweise so starke Secret-Bosse noch so knapp besiegt, dass ich mir immer wieder dachte, wie habe ich das jetzt gerade nochmal geschafft? All das sind Punkte, die mir an Miitopia sogar ziemlich gut gefallen haben. Auch die Story ist okay. Aber hier kommen wir eben jetzt zur großen Schwäche von Miitopia. Das Spiel wird gerade ab der zweiten Hälfte einfach nur unfassbar gestreckt. Es ist immer wieder dasselbe, die Level wiederholen sich ständig und das Kampfsystem ist auch immer das gleiche. Dazu kommt noch, dass man in jeder Welt immer wieder dasselbe tun muss, was spätestens ab der dritten Welt einfach nur noch abfuckt. Am allerschlimmsten waren wirklich die Abzweigungen in dem Spiel. Ich hatte das Spiel zu 100% durchgespielt, also musste ich jedes Level, da fast jedes Level mehrere Wege zum Ziel hatte, auch mehrmals spielen. Es war irgendwann einfach nur noch so frustrierend, weil es immer wieder dasselbe war. Dem Spiel hat es einfach an Abwechslung gemangelt und das fand ich leider sehr schade. Das Freundschaftssystem zwischen den Miis fand ich dafür aber ganz cool und einen nicen Story-Plot-Twist hat das Spiel sogar, wie es für RPGs auch gewöhnlich sein sollte, auch gehabt. Auf der anderen Seite hatten mir im späteren Spielverlauf besonders die Krankheiten der Miis echte Kopfschmerzen bereitet, aber ich will jetzt hier nicht noch zu weit ausholen. Fakt ist, dass das Spiel seine Stärken und Schwächen hat, aber durch die fehlende Abwechslung leider hier nur auf Platz 10 landet. Schade eigentlich, weil ich fand das Grundsystem hinter Miitopia sehr nice und es hat auch irgendwie funktioniert, aber es war halt einfach zu viel irgendwann und zu oft der gleiche Quatsch. Nichtsdestotrotz landet Miitopia hier auf Platz 10 und das ist auch eine ordentliche Leistung, also es war schon irgendwo eine coole Erfahrung mit dem Spiel und es hat es auch irgendwie verdient. Deswegen geht mein Platz 10 hiermit an Miitopia.
Auf Platz 9 befindet sich Ocean's Heart. Das ist wohl eine ziemlich überraschende Platzierung, weil Ocean's Heart eigentlich ein recht unbekanntes Spiel ist, welches gerade mal von einem sehr kleinen Team entwickelt wurde. Man kann sich Ocean's Heart wie ein 2D-Zelda-Spiel mit moderner A Link to the Past-Grafik im Wind Waker-Stil vorstellen. Also gerade für Zelda-Fans ist dieses Spiel eigentlich fast schon ein Muss. Die Story von dem Game ist eigentlich recht simpel. Es geht um ein Mädchen namens Tilia, die zusammen mit ihrem Vater und ihrer Schwester Hazel in einem kleinen Dorf auf einer Insel lebt. Die Story beginnt damit, dass eine große Piratenbande in das Dorf einbricht und ihre Schwester Hazel entführen. Ihr Vater macht sich darauf auf und versucht Hazel zu retten. Als er aber nach vielen Monaten nicht zurückkehrt, begibt sich Tilia schlussendlich selbst auf die Reise und so beginnt das Abenteuer. Man braucht von der Story aber nicht allzu viel erwarten. Viel spannender sind eher die Nebenquests, die man in dem Spiel erledigen kann. Mit der Hauptstory ist man nämlich eigentlich recht schnell durch. Man lernt auch relativ schnell im Spiel den absoluten Hauptbösewicht, nämlich Schwarzbart, kennen, dessen Ziel das sogenannte Herz der See ist. Viel mehr will ich aber dazu gar nicht verraten. Die Story ist nicht schlecht, aber man sollte jetzt nicht unbedingt ein Meisterwerk erwarten. Der Schwierigkeitsgrad ist gerade zu Beginn noch echt ziemlich schwer. Ich bin am Anfang des Spiels wirklich ein paar Mal Game Over gegangen, weil es wirklich nicht so leicht war. Leider gibt es spätestens, sobald man im Eichenporthafen angekommen ist, einen kleinen Trick, womit man quasi nicht mehr sterben kann. Es gibt dort nämlich eine Kampfarena, bei der man sich ganz einfach und sehr schnell viele Brote verdienen kann. Brote sind in dem Spiel die besten Heilmittel und normalerweise auch nicht gerade günstig, aber in der Kampfarena kann man sich sehr, sehr viele davon sehr leicht verdienen, womit man dann quasi eine unendliche Heilquelle in dem Spiel hat. Spätestens ab diesem Punkt ist das Spiel gar kein Problem mehr vom Schwierigkeitsgrad. Auch wenn es die Möglichkeit sogar gibt, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen und einen Hard Mode zu aktivieren, was ich natürlich auch getan habe, so ist selbst dadurch das Spiel nicht wirklich schwieriger, weil man einfach eine unendliche Heilquelle hat. Das ist leider sehr schade, weil dadurch diese Spannung vom Anfang des Spiels einfach kaputt gegangen ist. Klar kann man jetzt sagen, dann farm halt keine Brote in der Arena, aber jetzt mal ehrlich. Würde man das nicht machen, müsste man ewig lang farmen gehen, damit man sich ein paar wenige Brote in den Shops kaufen kann. Vor allem, weil man sich das meiste Geld in dem Spiel sowieso nur durch Nebenquests verdienen konnte. Das ist einfach nur nervig. Da erfarme ich mir die Brote lieber ganz easy in der Arena. Ein paar schwere Bosse gibt's aber trotzdem, wie zum Beispiel einen Krähenboss oder sogar auch einen Secret Bossfight gegen den Tod persönlich. Auch der Final Boss war echt ziemlich schwer gewesen. Die Musik in dem Spiel ist großartig, gerade die Eichenport-Musik, die hier gerade im Hintergrund auch läuft, ist mein absoluter Favorite. Die Oberwelt ist schön gestaltet und gerade als man auf der einsamen Insel Liv gestrandet ist, war das mein absolutes Lieblingskapitel aus dem Spiel. Es war so geil. Oder auch die Fabrik war eigentlich auch sehr nice gewesen. Die Dungeons in dem Spiel sind leider eine Enttäuschung gewesen. Es gibt 6 Dungeons, von denen gerade mal nur 2 gut sind und der Rest eher Trash. Sie waren meistens viel zu einfach, viel zu kurz, also ich war in nicht mal 5 Minuten mit dem dritten Dungeon durch und die Bosse waren auch ein absoluter Witz gewesen. Die waren meistens nach ein paar wenigen Treffern nach ca. 10 Sekunden besiegt und da, ganz ehrlich, das war einfach ein Griff ins Klo. Tatsächlich war nur der erste Boss richtig gut und alle anderen konntest du in die Tonne kloppen. Von den Dungeons war der zweite noch am besten, weil er die kniffligsten Rätsel hatte, aber das war's auch schon. Ocean's Heart ist also definitiv kein perfektes Spiel, aber gerade mir als großer Zelda-Fan hat dieses Spiel einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte es sogar komplett zu 100% durchgespielt und gerade der Spaßfaktor lag hier einfach extrem im Vordergrund. Ja, das Spiel hat seine Schwächen, aber das hat jedes Spiel hier aus der Liste. Auch Platz 1 ist nicht perfekt. Aus diesem Grund geht mein Platz 9 hiermit an Ocean's Heart.
Auf Platz 8 befindet sich Pac-Man Battle Royale, zumindest kann man das so sagen. Im letzten Jahr war auf Platz 8 bei mir Mario Bros. 35 Battle Royale gewesen und dieses Jahr ist es Pac-Man 99. Also erneut ein Spiel, welches man nur als Switch Online-Mitglied spielen kann. Das Coole ist aber, dass Pac-Man 99 deutlich strategischer aufgebaut ist als Mario Bros. 35. Ich denke, das Prinzip von Pac-Man ist jedem klar, auch wenn es hier etwas überarbeitet wurde. Aber besonders cool hierbei finde ich, dass man mit den Geisterpillen die ängstlichen Geister auffrisst und sie gleichzeitig auf seine Gegner schleudern kann. Und wenn man das dann mit den schlafenden Geistern kombiniert, kann man so dermaßen krasse Kombos raushauen und das macht halt übelst viel Spaß. Und alleine schon zu versuchen, länger als seine Gegner durchzuhalten, hatte gerade mir immer ziemlich viel Spaß gemacht. Ich finde zwar nicht, dass man Switch Online abonniert, nur für dieses Spiel sein sollte, aber hin und wieder eine Runde Pac-Man 99 für zwischendurch ist doch schon recht nice. Die Server sind bei mir größtenteils auch stabil gelaufen. Gut, ich hatte nur einmal einen Crash miterlebt, aber das war schon okay. Ich war zwar leider nie wirklich gut und Platz 1 bin ich auch nie geworden, aber mir hatte das Spiel auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht. Und auch wenn ich es mittlerweile nicht mehr aktiv spiele, so hatte es mir gerade zu Release einige Stunden von bereitet. Und deswegen kommt es hier auch auf den 8. Platz. Also, diesmal mal ein bisschen kürzer gehalten. Platz 8 geht hiermit an Pac-Man 99. Auf Platz 7 befindet sich Little Nightmares 2. Ich liebe Little Nightmares. Mir hatte der erste Teil schon richtig gut gefallen und gerade der zweite hatte das Ganze sogar nochmal meiner Meinung nach übertroffen. Der Hauptcharakter aus Little Nightmares 2 ist tatsächlich nicht Six wie im ersten, sondern Mono. Six kommt zwar später noch dazu, aber die Story dreht sich eher um Mono. Mono erwacht gleich am Anfang des Spiels in einem Wald und ich will zwar nicht spoilern, aber die ganzen Fernseher am Anfang sollte man sich auf jeden Fall merken. Gerade die Bewohner der Stadt sind komplett durchgedreht und verrückt geworden, da sie von einem Slenderman-ähnlich dünnen Mann namens Finnman kontrolliert werden. Der Finnman kontrolliert die Stadt über den großen Funkturm, dessen Ziel auch das von Mono ist, und manipuliert die Bewohner durch absolut gestörte Fernsehsendungen, also vielleicht sowas wie RTL oder so, ist ja bei uns jetzt auch nicht viel anders, aber bei den Bewohnern wohl noch etwas krasser. Sie sind absolut gestört geworden. Im späteren Verlauf des Spiels findet man dann auch noch heraus, warum das Ganze so ist und wie das alles zeitlich mit dem ersten Teil zusammenpasst. Aber das solltet ihr schön selbst herausfinden. Ich fand Little Nightmares 2 auch nochmal deutlich gruseliger als den ersten Teil, gerade weil es hier zwei echt gute Jumpscares gab. Die Musik ist auch mega düster und richtig epic und oh mein Gott, gerade die Gegner in dem Spiel sind absolut crazy. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wie sehr ich den zweiten Boss, also die, die es gespielt haben werden und wissen, wen genau ich meine, hasse. Ich hasse sie.
Das Spiel ist auch deutlich schwieriger als der erste Teil. Ein paar unfaire Stellen gab es zwar zwischendurch, aber das ist noch vertretbar. Die Story ist komplizierter als man denkt und ich hatte am Ende lange grübeln müssen und mir viele Theorien anschauen müssen, um das alles überhaupt einigermaßen zu verstehen. Es ist aber wirklich sehr komplex. Mir hatte Little Nightmares 2 auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und auch wenn es wieder sehr kurz war, was ich leider ein bisschen schade fand, so hatte es dennoch eine unfassbare, düstere und unheimliche Stimmung, die mir extrem gut gefallen hatte. Mein Platz 7 geht an Little Nightmares 2 und ich haue sogar extra hier nochmal eine Kaufempfehlung für das komplette Little Nightmares Franchise raus. Gebt dem Ganzen mal eine Chance, es lohnt sich. Auf Platz 6 befindet sich Mario Betrugsparty Superstars. Ja, das Spiel ist absoluter Betrug und das meine ich tatsächlich positiv. Denn was ND Cube, die sonst eher schlechte Mario Partys gemacht haben, hier geleistet haben, ist tatsächlich echt ziemlich gut. Es ist nach langer Zeit mal wieder ein echt gutes Mario Party und auch das Beste, was ND Cube meiner Meinung nach jemals gemacht hat. ND Cube hatte angefangen ab Mario Party 9 zu übernehmen, als Hudson Soft nicht mehr da war und seitdem wurden die Mario Partys meiner Meinung nach ziemlich schlecht. Gerade sowas wie Island Tour war eine absolute Katastrophe gewesen. Dadurch, dass Bretter von den ganz alten Partys und Minispiele geremaked wurden, kommt dieses alte Feeling von damals wieder auf, was ich extrem cool finde. Ich bin richtig emotional geworden, als ich die Musik am Anfang des Spiels gehört hatte. Die Grafik, Musik, Bretter, guter Online-Modus und die Overworld mit vielen freischaltbaren Inhalten sind richtig gut. Leider sind es zu wenig Bretter dafür, dass sie geremaked wurden. Die haben ja schon alle Mechaniken und so. Leider ist auch die Charakterauswahl schwach, aber das stört mich eigentlich nicht so. Auch die Glücksfelder hätte man definitiv ausstellen lassen können. Aber es ist ein wirklich gutes Mario Party nach langer Zeit wieder und ich hoffe sehr, dass sie in Zukunft dieses Niveau halten können und es sogar weiter ausbessern. Dann schreite ich hoffnungsvoll auf eine gute Zukunft für Mario Party zu. Es wurde auch langsam Zeit. Auf Platz 5 befindet sich 12 Minutes. Das Spiel hatte dieses Jahr einen ziemlich plötzlichen Hype bekommen und auch wenn ich erst gar nicht daran interessiert war, so hatte ich mir ein Let's Play dazu angeschaut und tatsächlich hatte ich das Game kurze Zeit später dann selbst gespielt, einfach weil es mich so überzeugen konnte. 12 Minutes wurde von Numada Studio entwickelt und am 19. August 2021 von Annapurna Interactive für PC, Xbox One und Xbox Series Digital veröffentlicht. Gespielt hatte ich es aber auf der Switch. In 12 Minutes gibt es viele verschiedene Endings, was auch der Kaufgrund für mich war.
Man spielt den Ehemann, der von der Arbeit nach Hause kommt und seine Frau begrüßt. Im Laufe der kommenden 12 Minuten wird sich die Zeit resetten, da definitiv mindestens einer von den beiden sterben wird. Spätestens sobald ein vermeintlicher Polizeibeamter an der Tür klopft und anschließend in die Wohnung kommt. Er beschuldigt die Frau, ihren Vater vor einigen Jahren ermordet zu haben, und bei dem Versuch, sie zu verhaften, schlägt er den Ehemann K.O. und greift die Frau und ihr ungeborenes Kind an und tötet sie. Danach resetten sich die letzten 12 Minuten wieder zurück zum Anfang und das Spiel startet von neuem. Man muss sich dann immer weiter vorkämpfen, neue Tricks herausfinden, wie man den Beamten wieder los wird und um das Spiel schlussendlich auch durchzuspielen. Und obwohl es so viele Möglichkeiten gibt, so hat das Game nur drei Hauptendings, von denen es aber nur ein wahres True Ending gibt. Es hatte mich tatsächlich ziemlich viele Stunden gekostet, bis ich das wahre True Ending herausbekommen hatte, weil es wirklich so dermaßen viel zu beachten gibt. Ich mag 12 Minutes sehr und gerade das Prinzip war extrem cool gelöst. Es ist kein wirklich langes Spiel, aber mir hatten die 6 Stunden sehr viel Spaß gemacht und ich kann es jedem nur empfehlen, der nach einem extrem guten Indie-Game sucht. Meiner Meinung nach ist 12 Minutes eines der besten Indie-Spiele des Jahres. Ladies and gentlemen, thank you for visiting and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of scheduled maintenance. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex is now closed, initiating nighttime protocols. No, no! Wait, I'm still here! My God! I warned you! I warned you! Should be able to escape when the security doors reopen at 6 a.m. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find it. I promise. Make your way to the front of the building, where you will be given novelty glasses, a voucher for one free soda refill, and where you will sign a legal disclaimer releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night, and we'll see you again soon. Auf Platz 4 befindet sich Five Nights at Freddy's Security Breach. Hier muss ich aber leider noch anmerken, dass ich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht mit dem Spiel durch bin. Ich habe bisher so circa 70% des Spiels geschafft, aber musste wegen eines sehr schlimmen Bugs einmal von vorne anfangen, weil dieser das Spiel gesoftlockt hatte. Bezüglich der Bugs werde ich gleich noch ein wenig mehr sagen. Im neuesten FNAF spielt man ausnahmsweise mal keinen Nachtwächter, sondern hier hat sich das Blatt mal gewendet. Der Nachtwächter persönlich ist hier mit den Animatronics eher die Böse. Und ja, es ist eine Nachtwächter. Man spielt in dem Spiel Gregory, ein kleiner Junge, der nachts im riesen Pizzakonzern eingeschlossen wird und nun von den Animatronics und der Nachtwächterin gesucht wird. Allerdings nicht, um ihn dort herauszuholen, sondern um ihn umzubringen. Einzig und allein Freddy Fazbear selbst ist der einzige gute Animatronic, der Gregory sogar versucht zu helfen. Die Story in dem Spiel ist großartig, die neuen Animatronics, gerade Sonne und Mond, sind die besten, die ich jemals gesehen habe und die Grafik und Musik sind auch extrem gut. Leider kommen wir hier aber auch schon zu den Problemen. Die Bugs in dem Spiel sind sehr nervig. Das Spiel ist leider sehr schlecht optimiert, womit man sowas wie Raytracing direkt vergessen kann, egal wie gut die Grafikkarte ist. PS5-Spieler hatten teilweise mit extremen Frame-Einbrüchen zu kämpfen und die KI im Spiel ist auch nicht gerade die hellste. Man kriegt das Spiel relativ leicht gesoftlockt und Freddy selbst rennt sowieso immer nur gegen die Wand, wenn man ihn ruft oder er teleportiert sich einfach out of map.
Außerdem sagt einem das Spiel wirklich nie, wo man als nächstes hin muss. Ich musste nicht selten einfach nachgoogeln, weil ich einfach nicht wusste, wo man als nächstes hin soll, weil das Spiel einem nie irgendwas konkret gesagt hat. Es hieß zwar immer nur so, ja, geh genau dahin, aber erstens die Karte in dem Spiel war total scheiße und nichts aussagend und der Pizzakonzern war so riesengroß gewesen, also die komplette Map. Du wusstest ja gar nicht, wo genau diese Räume sind, wenn du da noch nie zuvor warst. Das alles sind Probleme, die hoffentlich durch zukünftige Updates noch gefixt werden. Wer jetzt ein Five Nights at Freddy's erwartet, das genauso gruselig wie zum Beispiel der vierte Teil ist, wird hier sicherlich etwas enttäuscht werden, da die Jumpscares nicht so brutal sind. Das Spiel legt eher Wert auf absolut verrückte Verfolgungsjagden, was ich aber auch sehr cool finde und es meiner Meinung nach auch sehr gut zu dem Spiel passt. Abschließend kann ich nur sagen, dass Steel Wool Studios in Zusammenarbeit mit dem FNAF-Gott Scott Cawthon ein ziemlich gutes Spiel rausgebracht haben, was auch deutlich besser als die letzten FNAF-Teile ist. Sollte sich im letzten Drittel des Spiels doch nochmal meine Meinung ändern und der Platz verschoben werden muss, dann werde ich das selbstverständlich durch einen angepinnten Kommentar korrigieren. Platz 4 geht hiermit an Five Nights at Freddy's Security Breach. Auf Platz 3 befindet sich der Legend of Zelda Skyward Sword HD. Als extrem großer Zelda-Fan war dieses Spiel natürlich ein absoluter Pflichttitel für mich gewesen, vor allem da Skyward Sword neben Four Swords Adventures das einzige Zelda-Spiel ist, welches ich tatsächlich noch nie gespielt hatte. Ich hatte zwar Twilight Princess auf der Wii gespielt, aber Skyward Sword hatte ich mir nie geholt, da ich all die Jahre auf ein HD-Remake gewartet hatte. Und dieses Jahr war es endlich soweit und ich konnte zum ersten Mal Skyward Sword spielen. Und ich denke, ihr könnt bereits erahnen, wie sehr mir das Spiel anhand der Platzierung gefallen hat. Die Steuerung ist definitiv der größte Pluspunkt, aber gleichzeitig auch der größte Minuspunkt an dem Spiel. Es ist wie so eine Hassliebe, könnte man sagen. Einerseits fühlte sich die Bewegungssteuerung so an, als würde man wirklich links Schwert und Schild halten und mit ihnen rumfuchteln, was einem eine extrem große Bewegungsfreiheit gab, aber auf der anderen Seite war die Bewegungssteuerung sehr ungenau. Gerade wenn es darum ging, sein Schwert hochzuhalten, machte Link oftmals bei mir was komplett anderes. Auch wenn ich die Steuerung immer wieder auf den Nullpunkt zentriert habe, war es teilweise wirklich schwer. Noch schwieriger ist die Knopfsteuerung. Mit der kam ich gar nicht klar, weil es extrem ungenau an die Switch angepasst wurde. Die Grafik sieht irgendwie immer noch genauso aus wie auf der Wii, aber das ist für mich nicht allzu schlimm gewesen. Ich weiß zwar nicht, wie Links Begleiterin namens Fei auf der Wii war, aber ich habe nur Negatives gehört. Es hieß zwar seitens Nintendo, dass sie einem nicht alle zwei Minuten sagt, Gebieter, deine Batterie ist leer, aber oft angesprochen hatte sie mich trotzdem. Etwas nervig, aber man kann sich zum Glück meistens selbst aussuchen, ob sie nun einem etwas sagen darf oder nicht. Die Story ist großartig und schön geschrieben, die Overworld über den Wolken ist wunderschön, auch wenn sie etwas leer wirkt, und die Sidequests und Minispiele sind bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen auch sehr spaßig gewesen. Ich habe das Spiel zu 100% durchgespielt und habe es absolut nicht bereut. Lediglich das Insektensammeln war teilweise echt ein bisschen nervig gewesen. Die Dungeons in dem Spiel sind aber leider teilweise schon echt eine Enttäuschung gewesen. Die meisten hatten entweder viel zu leichte Rätsel und waren einfach zu linear oder die Gegner konnte man viel zu leicht besiegen. Wirklich gut war nur der vierte Dungeon, wo sowohl Rätsel als auch der Schwierigkeitsgrad extrem gut waren und es einen der besten Zelda-Bosse überhaupt gab. Auch das Backtracking war teilweise etwas nervig gewesen, gerade am Ende des Spiels. Da hatte man definitiv gemerkt, dass sie es noch in die Länge ziehen wollen und einem mit unnötigen Backtracking-Passagen auf den Kranz gehen wollen. Fand ich ziemlich schade, aber wie bereits erwähnt, gab es 2021 kein perfektes Spiel. Trotzdem habe ich Skyward Sword sehr genossen, es hatte ultra viel Spaß gemacht. Und die Erkundung sowohl die Story waren eine unfassbar schöne Erfahrung gewesen. Platz 3 geht hiermit an Zelda Skyward Sword HD.
Dieses Game hat mich mehr als nur positiv überrascht und das, obwohl ich gar nicht mal so ein großer Resident Evil Fan bin. Resident Evil Village spielt genau 3 Jahre nach dem Vorgänger Resi 7. Außerdem spielt man auch wie im Vorgänger Ethan Winters. Der 7. Teil hatte mir zwar relativ gut gefallen, aber wie schon gesagt war ich nie der große Resident Evil Fan und deswegen bin ich auch mit nicht allzu hohen Erwartungen an das Game rangegangen. Was Capcom aber hier extrem gut gelungen ist, sind die verschiedenen Kapitel des Spiels. Der 8. Teil legt nämlich unfassbar großen Wert darauf, dass wirklich alle Geschmäcker angesprochen werden. Von extremem Psycho-Horror bis dermaßen Call of Duty Action war irgendwie jedes Genre mit dabei. Das hatte mir wirklich gut gefallen, dass man wirklich versucht hatte, jeden Geschmack anzusprechen. Ich muss aber für mich persönlich sagen, dass mir besonders die erste Hälfte gut gefallen hat. Dort wurde noch nicht zu viel auf Action, sondern eher auf den Horroraspekt gelegt, was mir persönlich deutlich besser gefallen hat. Die Story wird am Ende relativ verwirrend, aber ich fand sie dennoch das gesamte Spiel über sehr interessant und die Charaktere sind meine absoluten Lieblingschars, die es je in einem Resi-Teil gab. Mein absoluter Favorit ist Heisenberg, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich ja nicht spoilern will. Unterm Strich hat mir Resident Evil Village verdammt gut gefallen und es war eine mehr als nur gelungene positive Überraschung gewesen. Sonst wäre es schließlich nicht das zweitbeste Spiel des Jahres für mich geworden. Also fetter Daumen hoch an Capcom, ich freue mich schon extrem auf Resi 9. Who the fuck are you? Let's see what you're really made of. Ethan Winters. I want to be your head right now. You are the place, my only hope. Die Goldmedaille dieses Jahr geht an Tales of Arise. Kein anderes Spiel hat mich so sehr in den Bann gezogen wie dieses Game. Ich liebe die Tales of Reihe. Tales of Symphonia ist bis heute das zweitbeste Spiel, welches ich je gespielt hatte und ich war so unglaublich gehypt auf das brandneue Tales of Game, welches nach 4 Jahren Wartezeit endlich erschien. Und es ist verdammt gut. In Tales of Arise geht es um eine Befreiungsgeschichte von sogenannten Deneyern, welche vor 300 Jahren von einem anderen Planeten und dessen Bewohner namens Renneyer angegriffen wurden und seitdem 300 Jahre lang versklavt wurden. Der Hauptcharakter namens Alphen, der auch versklavt wurde, findet eines Tages eine mysteriöse Frau namens Shion. Schnell stellt sich heraus, dass Shion einen Fluch hat, nämlich die Dornen, weswegen jeder, der sie berührt, unfassbare Schmerzen erleidet. Alphen, der zu dem Zeitpunkt eine Eisenmaske trägt, kann jedoch keine Schmerzen spüren und kann sie deswegen berühren. Die Story in dem Spiel ist einfach nur bombastisch und unglaublich gut. Die Grafik, welche auf Unreal Engine läuft, sieht super gut aus und ist im Vergleich zum Vorgänger Tales of Berseria eine deutliche Steigerung. Gerade in Elder Menencia war ich wirklich beeindruckt, wie gut das teilweise aussah. Worauf ich immer besonders hohen Wert in den Tales of Spielen gelegt habe, sind die Charaktere. Und die sind in Arise extrem gut. Jeder Charakter hat seine ganz eigene Hintergrundgeschichte, die man im Verlauf des Spiels immer weiter erfährt. Lediglich Kisara ist meiner Meinung nach ein bisschen auf der Strecke geblieben. Dohalim war anfangs auch etwas schwach, aber wurde mit der Zeit ein immer besserer Charakter für mich. Mein absoluter Lieblingschar ist definitiv Law, weil ich ihn einfach nur unfassbar witzig fand. Ich hatte mich an einigen Stellen wegen ihm wirklich kaputt gelacht, weil er ein so witziger, sturer, aber gleichzeitig auch so ein einfühlsamer Charakter ist. Ich mochte ihn wirklich sehr. Aber auch Alphen und Shion hatten ihre großen Stärken, vor allem Shion, da sie eigentlich nie etwas von den anderen wollte und extrem stur war. Und Warren ist sowieso einer der besten Tales of Charaktere, die es je gab. Es ist so cool, wie mysteriös er das ganze Spiel über war und man nie genau wusste, was eigentlich sein genaues Ziel ist. Ich fand es vor allem cool, wie sich die ganzen Pärchen in dem Spiel gebildet hatten. Das Kampfsystem hat mir auch unglaublich gut gefallen. Ich war anfangs etwas skeptisch, ob das wirklich etwas für mich wäre, weil es mich schon sehr stark an Berseria erinnerte. Und das war es schlussendlich irgendwie auch,
aber mit einer Mischung aus dem Kampfsystem aus Tales of Vesperia und einem Mix an neuen Ideen. Und das hat verdammt gut zusammengepasst und hatte mir persönlich extrem gut gefallen. Das erste Mal das Flammenschwert einzusetzen, hat es sich extrem gut angefühlt. Wie aber schon erwähnt, ist auch Platz 1 nicht perfekt. So gut Tales of Arise auch ist, aber einige Mängel habe ich trotzdem. Die Story ist zwar absolut grandios, aber flacht zum Ende hin etwas ab. Das ist aber irgendwie in allen Tales of Spielen so. Die Story fängt recht harmlos an, wird dann immer besser und steigert sich immer mehr und dann in der Mitte passiert irgendwas richtig krasses, womit niemand gerechnet hätte. Und gegen Ende wird es dann so ein bisschen komisch. Und das ist irgendwie in jedem der Tales of Spiele, die ich gespielt habe, so ganz komisch. Das Problem ist einfach, dass man gemerkt hatte, dass die Story am Ende sehr stark gerusht wurde. Es wurden plötzlich alle noch offenen Fragen beantwortet. Man musste sofort, wo man hin muss, dann kam der Final Dungeon, Final Boss, Ende. Und das wirkte leider sehr gerusht, weil es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch viele offene Fragen gab. Und all diese Fragen wurden plötzlich in kürzester Zeit auf einmal beantwortet und das hatte mir nicht sonderlich gut gefallen. Und das, obwohl das Spiel sogar recht lange verschoben wurde. Auch der Final Dungeon war der schlechteste und nervigste, den es je in einem Tales of Spiel gab. Es gab kaum Speicherstellen. Wenn man kurz vor dem Final Boss Raum war, kam man nicht mehr zurück, selbst wenn man neue Gelees, also Heil-Items kaufen wollte. Und der Dungeon war extrem in die Länge gestreckt. Das ist zwar in allen Tales of Spielen so, aber in keinem war es so schlimm wie in Tales of Arise. Was mich außerdem gestört hatte, sind die fehlenden Informationen, wenn man gegen einen Zwischenboss, also einen großen Siugel, kämpfen will. Man weiß nämlich nie, welches Level der ist und es ist mir einige Male passiert, dass ich in den Zwischenboss reinrenne und plötzlich sehe, dass er 30 Level über mir ist. Und ich weiß, dass es jetzt sicherlich einige Experten da draußen gibt, die schon wissen, dass die Charaktere selbst vor dem Kämpfen der Zwischenbosse kurz einen Satz sagen wie: "Oh, der sieht aber ganz schön stark aus, vielleicht sollten wir noch nicht gegen ihn kämpfen." Aber das Problem ist, dass sie das nur manchmal und nicht immer sagen. Mir ist es nämlich mehrmals passiert, dass irgendeiner der Chars zum Beispiel einen Witz über einen Siugel gemacht hatte und ich natürlich der Meinung war, dass ich also problemlos gegen ihn kämpfen kann und bam, er war 20 Level über mir und ich hatte kaum eine Chance. Fliehen konnte man dann auch nicht mehr. Und das fand ich halt scheiße. Eine kurze Meldung vor dem Kampf, ob mein Level gegen den Boss ausreicht, hätte ich mir schon sehr gewünscht. Die Musik in dem Spiel ist, okay, mehr aber auch nicht. Sie hatte mir immer gut gefallen, aber mir hatte so der richtige BAM-Track gefehlt. Einer, wo du einfach denkst, boah, ist die Musik gerade geil und passt übelst gut. Die Musik war nicht schlecht, gerade in Elder Menencia oder der Gefängnisturm aus Cislodia oder auch der Final Dungeon hatten eine gute Musik. Aber der richtig krasse Track, wie zum Beispiel Fighting of the Spirits aus Tales of Symphonia, hatte mir hier leider gefehlt. Aber nichtsdestotrotz sind das nur Kleinigkeiten. Ich könnte jetzt noch stundenlang über Tales of Arise reden, aber ich glaube, wir lassen es nun gut sein. Ein Spiel, welches eine epische Befreiungsgeschichte von zwei Planeten und deren Völker erzählt, indem es um Angst, Hass, Verzweiflung und Liebe geht. Ein Volk, welches lange seine Freiheit aufgegeben hat und für immer als Sklaven für das andere dient, doch von dem selbst das andere Volk nicht weiß, ob es die ganze Zeit kontrolliert wird. So viele unfassbar gute Plot-Twists gab es noch nie in einem JRPG für mich. Mein ganz klarer Platz 1 und für mich das beste Spiel aus 2021 sowie knapp hinter Symphonia das zweitbeste Tales of Game und eines der besten Spiele der letzten Jahre. Das ist Tales of Arise. Und das waren sie. Das waren meine Top 10 Lieblingsspiele aus dem Jahr 2021. Schreibt mir doch jetzt mal gerne eure Top 10 oder zumindest Top 5 Liste in die Kommentare, das würde mich nämlich auch noch sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat, ich würde mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, gerade über dieses Video, weil das war wirklich eine sehr krasse Menge Arbeit gewesen, aber mir hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Trotzdem möchte ich mich nochmal entschuldigen, dass das Video jetzt erst so spät angekommen ist. Ich meine, es ist jetzt schon fast der erste Monat von 2022 rum und es kommt halt eben jetzt erst. Das lag einfach daran, dass ich die letzten Wochen sehr viel zeitlich zu tun hatte und ja, einfach keine Zeit hatte, mich aktiv um das Video zu kümmern. Ich sitze hier nämlich schon seit dem 18. Dezember 2021 dran. Ich verspreche euch aber, dass meine Top 10 Spiele 2022 auf jeden Fall pünktlich am 24.12.
online gehen werden. Außerdem werden jetzt wieder aktive Videos auf dem Kanal kommen, aber auch dazu wird noch ein Infovideo folgen. Nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, vielen Dank nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!